Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vizibis Inter Actions. So, ich habe in der Offscreen eigentlich nur den Greatwood Tree hier aufgebaut, aber der will irgendwie noch gar nicht wachsen. Den Crafting Table von der Rübel platziert, weil der mir da zu blöd war. Ich habe keinen Bock, dass alles runterfällt. Die Arcane Workbench habe ich schon mal gebaut. Das ist ein Crafting Table mit Salis Mundus einmal besprinkelt. Und ich habe dann schon mal den Small Steam Coil Boiler aufgebaut und dann auch schon mal komplett befüllt mit Wasser. Es wird aber sowas von schief gehen, das sehe ich jetzt kommen. Ich dachte, ich habe gerade irgendwas gehört. Was ich heute machen möchte, weil wir jetzt ein Luminous Crafting Table haben, können wir jetzt eine Enchantment Table machen. Und das habe ich auf jeden Fall auch vor. Dafür brauchen wir zwei Aquamarine, ein verzaubertes Buch, da habe ich hier eins mit Flimflam genommen. Wer nicht weiß, was Flimflam ist, hat es einfach nur ein Buch mit einem Emerald gebaut. Wir müssen ein Magical Wood machen und Fancy Item Frames. Die können wir jetzt machen, weil wir Alchemical Breath haben. So, die Nuggets haben wir. Dann Obsidian. Und dann 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, die Nuggets tue ich dann mal zurück. Einzige, was wir nur noch brauchen, ist Magical Wood. Magical Wood kriegen wir mit einem Bücherregal und Gold. Gold haben wir hier. Und das Bücherregal, das ist eigentlich relativ einfach. Ja, okay, das nicht das Rezept. Das ist drei Planks und drei Bücher. Bücher hatte ich, meine ich, irgendwo sogar noch gecraftet. Jo. Dann nehme ich nochmal Holz. Mach mal so. Und dann einmal zack. Und zack. Vorsicht, das geht nur, wenn man mindestens 4 Level hat. Weil der auch jetzt 4 Level wieder abzieht. Und zwar ganze Level. Und es fällt mir gerade was auf. Wir brauchen ja noch den Wand. Jetzt will auch noch Demonic Will haben. Ich kriege einen Schreikrampf. Ich kriege einen Schreikrampf mit diesem Modpack. Ah, ich bin froh, dass dieses ganze Raumquaff und alles Scheißgedrisse ganz am Anfang kommt. So, Snare. Rudimentary Snare. Glasschatz, Coagulated Blood und was war das noch? Low Covenants, das, ne? Und ich muss schon wieder Low Covenants. Nicht mehr lange und wir haben den ganzen Magie-Scheiß hinter uns. Und wieso kriege ich jetzt nur einen raus? Hallo. Also habe ich schon. Na gut. So, Sand. Low Covenants, das kann ich hier machen. Glasschar, das kann ich auch einfach hier rüber machen. Also noch ein. Ach, das ist random, okay. So, bin ich auf der sicheren Seite. Und wir brauchen ein Collected Blood, das ist ein bisschen Rotten Flesh in der Smeltery. Wie viel war das? 1 gibt 40, also mindestens 8. Dann brauchen wir aber den anderen Tisch. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich den platziert habe. Ich hab den doch. Naja. Ich hol euch zurück, wenn das fertig ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die zwei Coagulated Blood Drops sind fertig und ich glaube, es wird auch gerade Nacht, was auch super ist. Das heißt, Rudimentary Snare, keine Ahnung, warum jetzt hier wieder mein Scanner drin ist. Einmal, zweimal. Und
Und ich hoffe, dass jetzt auch wirklich gerade Nacht ist. Dass wir schnell diesen schönen... Ne? Kriegen. Wir sagen, es wird Nacht. Es wird genau gerade Tag. Datei ist, aber wir könnten irgendwo noch Fischer rumlatschen. Na. Hier sehen wir noch so ein paar dunkle Stellen unter den Bäumen. Aha. Da habe ich schon einen, den ich will. Da ist noch eine Spinne. Ich will mal gucken, ob es nur noch ein, zwei... Sehr, sehr schön. Drei Demonic Wills, das sollte doch erstmal reichen. Schnell mal was Live-Rack reingeschmissen. Skelett, du siehst mich nicht. So. Dann sollte es jetzt doch hoffentlich endlich mal weitergehen. Das nervt langsam. Ich will doch nur zu den Gregtech-Maschinen. Dinge, die... Oh, der Baum ist gewachsen. Dinge, die man sagt, aber eigentlich nicht ernst meint. So, das rein. Wieso zum Henker habe ich jetzt dich dabei? Die kann ich auch mal wieder da rein tun. Da habe ich schon wieder was Platz. Moment, habe ich jetzt gerade Scheiß-Fill-Quality 0,71. Nehme ich den hier. So. Und jetzt Resonating Wand. Irgendwelches 2 Marble plus 2 Breastplates. Das heißt, ich muss noch eine Breastplate machen. Hier haben wir immer 2 Marble Bricks. Einmal. Zweimal. Und dann haben wir. Dann können wir es auch hoffentlich den Enchantment Table machen. Jetzt hat bloß hat. Das musst du eigentlich akzeptieren. Ja, klappt. Ja? Ja, komm schon. Crafting Table, Enchantment Table. So, dafür bekommen wir auch schon wieder was, dass wir so gut sind. Und zwar nochmal 4 Obsidian, die gehen sofort wieder zurück ins MC. Hier kriegen wir mal Aquamarine und ein Level. Und der Demonic Will war anscheinend nur für die Optik. So. Den platziere ich doch jetzt einfach mal hier hin. Und ein bisschen Lapis habe ich ja. Schauen wir doch mal, was kriegen wir jetzt hier auf den Hammer? Effizienz 1 ist nicht so das. Wollen wir den mal ein bisschen powern? Ich war nämlich nicht so ganz unaktiv. 20 Magical Wood. Ich habe hier einiges gemacht offscreen. Also ich will jetzt endlich diese Verzauberung haben. Und vielleicht seht ihr auch warum. Level 100. Unbreaking 12. Looting 5. Versteht ihr jetzt, warum ich diesen scheiß Looting, Crafting, Enchantment Table, meine Güte, haben wollte? Es geht über Enchantment Level 30 hinüber. Und dementsprechend steigen auch die scheiß Verzauberungen. Das heißt,
Ich hoffe, ich werde mir jetzt ausgiebig eine Rüstung machen. Ich werde jetzt diese Folge gleich beenden. Ich werde ausgiebig eine Rüstung machen. Ich werde gucken, dass ich mir so viel anfresse, dass ich das Schwert verzaubern kann. Dann hoffe ich auf, wie hieß das? Knowledge of the Ages? Genau. Knowledge of the Ages 3. Enemy drops are directly converted to experience. Das heißt, ein Zombie verlässt kein Rotten Flash, keine Rüstung, kein gar nichts. Das geht sofort in die Erfahrung über. Damit kannst du so extrem hochleveln, das ist abnormal. Und ich hoffe, dass wir auf den scheiß Summer dann irgendwann Fortune 5 kriegen. So. Was jetzt ich machen werde, diese ganzen Lotus Blossoms nehmen und so lange fressen, bis ich Level 100 bin. Und generell Erfahrung sammeln. Ich bin nämlich leid. So. Ich habe jetzt mir vorgenommen, über die Feiertage wollte ich eh was Pause machen. Ich wünsche euch allen dann einmal ein wundervolles, von meinem jetzigen Standpunkt aus, ein wundervolles Weihnachtsfest. Ich mache das anders. Ich hoffe, ihr hattet ein wundervolles Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dementsprechend nochmal ein frohes Neues von mir. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn es dann für mich auch nach neuen Jahr heißt. Bis dahin, tschüss.